Guck mal, Schnuppel, was ich Neues kann. Joachim, ich arbeite. Ja, nee, guck doch mal. Ja, sehr schön. Nee, jetzt guck doch mal richtig. Oh, was denn? Hier, dieses Seil, das ist doch ein ganz normales Seil, oder? Ja, sieht ganz so aus. Kann ich jetzt weiter? Nee, jetzt warte mal. Du kannst also bestätigen, dass das ein ganz normales Seil ist. Ja. Okay, und jetzt fessel mir mal damit die Hände. Joachim. Mach mal, das ist ein Zaubertrick. Okay, kann ich dann auch weiterarbeiten? Ah, ja, so richtig fest verknoten. Ja, mach ruhig noch einen Knoten und zieh ihn so fest du willst. So, fertig. Und jetzt? Jetzt werde ich mich aus dieser Fesselung befreien. Und zwar so blitzartig, dass du mit bloßem Auge gar nicht... Oh Mann, das ist aber auch ein bescheuerter Knoten. Der ist ja sowas von zugeknallt. Wolltest du doch. Ja, aber doch nicht so. Einen ganz normalen Knoten solltest du machen, nicht sowas. Welcher normale Mensch macht denn so einen Knoten? Das ist ja gerade so abartig. Oh Mann, jetzt geh schon auf, du Scheiße. Ja, also wenn das jetzt noch länger dauert, dann... Nee, Moment, ich hab's gleich. Oh Mann, das darf nicht wahr sein. Dieser bescheuerte Mistknoten geht schon auf, du blöder Scheißdrecksknoten. Soll ich die Schere holen? Du spinnst wohl, Schere. Wozu bin ich denn ein Fesselungskünstler? Ja, wozu? Jedenfalls nicht um... Ich geh schon auf, du... Verdammt. Gut, dann hol halt die verfluchte Schere. Ist gut. Aber wenn ich es geschafft hätte, da wärst du doch platt gewesen, oder? Ja. So. Wie platt? Total platt. Und du hättest dich mit Sicherheit gefragt, wie ich das wohl gemacht hätte? Ja. Tja, das verraten wir Zauberkünstler nicht. Ach.